So, und wir sind wieder da. Man sieht immer noch Schratters Wohnzimmer, aber mangels Cam sitzt da jetzt ein ja, opportunistischer Co-Cast heute gerade dahinter mit Pascal, aka Forellenhai, einem Community-Mitglied von ECO. Hallo Pascal. Grüße. So, und ich hoffe, man kann ihn einigermaßen hören. Wenn nicht, muss ich ihn noch ein bisschen lauter stellen. Ja, wir sind zurück fürs zweite Game zwischen den Eco Seahawks und InHab Crush. Das erste Game. Lange, ja, insbesondere in der Frühphase, sehr, sehr spannend. Nach und nach hat dann aber die Flora gespielt von KnowU einfach zu stark gesnowballt und man hat dann nach und nach eine Lane nach der anderen runtergerannt. Jetzt aber Game 2 und wir gehen in die Pick- und Ban-Phase. Die Gelegenheit für eSports Koblenz, sich zu beweisen und ja, noch ein kleines Comeback zu zeigen in diesem Match. Das Ganze hier ist Swiss Starter Division. Das bedeutet, aktuell werden alle Teams noch relativ random zugelost. Also bedeutet man, es sind insgesamt, glaube ich, 14 Spieltage. Man startet mit 0-0 und dann kriegt man nach jedem Spieltag einen neuen Gegner zugelost, der dieselben Stats hat wie man selber. Und dadurch gleicht sich dann nach einigen Wochen das Feld einigermaßen ab. Momentan ist es halt noch relativ zufällig. Also es kann durchaus mal sein, dass man dann einfach gegen Teams rennt, die auf einem komplett anderen Niveau spielen als man selber. Aber das ist dann einfach Pech. Und ja, anhand des Endergebnisses in der Swiss Starter Division wird dann entschieden, in welche Division man sich in der nächsten Saison einordnen kann. So, jetzt sind wir schon fast durch die erste Ban-Phase durch und es ändert sich relativ wenig. Wir haben Yuumi und Lucian wieder gebannt von den Seahawks und Xin Zhao und Miss Fortune auf der anderen Seite. Nur, dass beide Teams offensichtlich Respekt vor dem jeweils anderen Toplaner haben. Denn sowohl Kench als auch Fiora werden wir dieses Game nicht nochmal sehen. Ist auch immer schön, bringt ein bisschen Abwechslung mit rein. Dafür der Nunu frei geworden und den, ja, spielt LoLfee sicher gerne, denn das mit Abstand sein meistgespielter Jungler. Bin ich auch immer gespannt, wie man Nunu heutzutage baut. Baut man den eher tanky oder eher auf AP? Also ich würde den hauptsächlich immer auf Tank bauen, weil er hier halt durch das Q extrem stark ist. Oh, ein Trundle dagegen. Jetzt wird's klassisch. Nunu hat definitiv eine Gank, hat doch definitiv eine Tankrolle in Teams prinzipiell. Ansonsten ist das zu leicht, den, ja, den zu shutdownen, bevor man den Schaden reinbringen kann. Aber ja, Trundle auf jeden Fall eine gute Wahl dagegen. Beziehungsweise, ja, mir fällt wenige Champs ein, gegen die Trundle eine schlechte Wahl wäre. Es gibt vielleicht einige Burst-Jungler, mit dem man sich im 1v1 nicht anlegen könnte, zum Beispiel ein halbwegs gefeederter Kha'Zix oder Rengar, aber tendenziell Trundle, ja, man kann es immer noch wieder wiederholen, der klassische Stat-Check-Champion in League of Legends, er klaut dir deine Death-Stats und wenn er dann mehr Attack hat als du, mehr Attack-Speed hat als du, wird er diesen Fight auch gewinnen. Für den Botlane hat man einen Blitzcrank gepickt, für erster FC Köln, aber hat die Morgana offen gelassen und das ist ja, das ist natürlich immer so ein Psychospiel. Morgana auf Papier ein Counter für Blitzcrank. Allerdings muss man auch immer die Reaktion haben, um den Shield auch immer rechtzeitig auf den korrekten Spieler zu setzen. Denn wenn man jetzt, also die eine Variante, die man hat, ist natürlich die ganze Zeit vor dem ADC rumzulaufen. Dann macht man sich angreifbar für den gegnerischen ADC, für Poke. Die Alternative ist eben, dass man ganz normal die Lane spielt. Und dann kann der Blitzcrank natürlich theoretisch targeten, wen er will. Da müssen dann die Reflexe stimmen. Wir haben jetzt hier auch einen Range-Midlaner. Da bin ich mal ganz gespannt, was man dagegen picken wird. Man kann da, also Vel'Koz sehr unmobil, kann man sehr viel eigentlich rausholen, wenn man drumherum spielen kann. Besonders mit dem Blitzcrank, der gerne auf der Map aktiv ist. Also ich hoffe, da auf der Midlane sehr viel Action zu sehen und auch gleich einen schönen Midlaner, Assassin oder sowas zu sehen. Das ist natürlich, da hast du vollkommen recht, das ist der zweite Aspekt bei Blitzcrank. Tendenziell schnell unterwegs auf der Map, kann sich sehr früh Debuts holen, hat trotzdem noch gute Tankiness mit dabei und kann deswegen auch die Mitte bedrohen. So ein Vel'Koz ist ein ja, potenziell sehr, sehr anfälliger Champ für solche Blitzcrank-Ganks.
Auf der anderen Seite, noch nicht besprochen, die Sivir gepickt worden. Für Sandros, Sivir, einen, ja, ein relativ ausgeglichener ADC, hat ein ja, berühmtes, sehr, sehr gutes defensives Tool mit dem Shield, aber auch sehr, sehr viel Burst-Potenzial auf der Lane, gerade im Early Game mit diesem Boomerang. Gegen Mid-Late Game wird sie eher, kriegt sie so eine Support, so eine Utility-Rolle, macht Schaden aus der Backline, aber insbesondere enabled sie halt die langsameren Champs ihres Teams. So, zum Beispiel einen Trundle bringt ihn mit dem Speedboost von ihrem Ult in die Backline und bietet damit eben mehr Utility als andere ADCs mit einem offensiveren Set an Fähigkeiten. Das müsste dann der Brand Midlane sein. Finde ich jetzt ein bisschen gewagt. Ich habe mir jetzt irgendwas Assassin-lastiges vorgestellt oder etwas ein bisschen mobileres. Aber hey, okay. Die Sevilla kann außerdem sehr gut auf der Lane allein zurechtkommen. Gibt der ein halbes Item, ein Item und die kann auf der Lane allein überleben. Besonders gegen eine Morgana, da lacht die sich kaputt. Ja, das stimmt. Das stimmt, kann damit durchaus safe sein. Ich weiß, was du meinst. Der Brand ist ein etwas merkwürdiger Pick hier für die Midlane, denn tendenziell wird Brand von Vel'Koz outranged. So, Vel'Koz hat die Priority, wenn es um die Engages geht, insbesondere in der Situation, wo Minions auf der Lane sind. Der Knockup von Vel'Koz, wenn der den Brand trifft, kann der seine Damage-Kombo setzen und sich dann einfach aus der Reichweite, aus der Reichweite von Brand zurückziehen. Aber ja, dann die letzten Picks, der Olaf für die Top-Lane wird er gepickt. Interessant. Olaf oder Nunu? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube nicht, dass wir einen Nunu Top-Lane sehen. Das würde mich doch wundern. Und der Garen, wann haben wir das letzte Mal Garen gesehen? Und ich finde es großartig. Aber ob das eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Also, Der Adi lässt sich das ganze Game, abgesehen von Brand. Also wenn Brand aus dem Game fällt, dann baut der Olaf Rüstung und dann wird der untötbar sein. Aber ja, Brand und was auch immer Blitzcrank an Schaden macht, an Burst Schaden. Auf der anderen Seite hat man auch mit Vel'Koz und Morgana hat man genug AP-Schaden, da würde ich mir keine Gedanken drum machen. Ich bin sehr gespannt über das Top-Lane-Matchup, denn Olaf wird auf den frühen Leveln den Garen definitiv ein bisschen bullien. Er hat diesen Toe, der einen extrem geringen Cooldown hat, wenn man daran denkt, ihn einzusammeln. Und er hat diesen Sustain im 1v1, dadurch, dass er sich eben Attack Speed und Lifesteal geben kann durch seine Fähigkeit. Und ich wäre auch sehr verwundert, wenn Garen dagegen positiv traden kann. Aber wir werden sehen, Black Sky kann das sicher irgendwie zum Laufen bringen. Und ja. Ansonsten die Identität der Kombos mal ein bisschen rauszukriegen. Also wir haben einen Garen, der möchte eigentlich nur auf der Toplane sein. Ja, der pusht da schön rein. Wir haben eine Sevilla, die unten auf der Botlane alleine sein kann. Der Blitzcrank roamt sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel rum. Trundle farmt eigentlich gern. Also das ist bis jetzt sehr, sehr defensiv eigentlich grundsätzlich. Und Brand, okay, der möchte natürlich im Early nach vorne kommen mit seinem Grundschaden am Anfang. Wenn der behind fällt, wird es echt kritisch, weil der skate nicht so gut mit Items. Was meinst du? Samira und Morgana sind so ein bisschen eine Wildcard hier, weil tendenziell hat Eco ein gutes Groupfight-Potential, finde ich. Man hat den Brand, der sehr, sehr viel Schaden raushauen kann, selbst als Supporter. Einfach dadurch, dass sehr viel seines Schadens prozentbasiert ist, dot-basiert ist. Man hat die Sivir, die Champions wie Trundle und Garen enablen können, aber was hält eben dagegen? Dagegen hält ein Olaf, dagegen hält eine Samira. Und eine Samira kann mit ihrem Shield im richtigen Moment, kann die ja im Grunde den gesamten Engage bzw. die Hälfte vom Damage von Eco zunichte machen. Abgesehen davon, dass die Combo Samira-Morgana definitiv gemein ist auf der Botlane für den Blitzcrank, weil damit haben beide Laner ein eigenes Tool, um eben diesen Blitzcrank Grab zu verhindern, und zwar ein relativ leichtes Tool jeweils, und können dann theoretisch hart re-engagen, denn wenn man den Blitzcrank, entweder man kriegt den Blitzcrank Q damit blockiert oder den Sivir
oder den Sivir-Bumerang. Und damit ist ein relativ großer Teil ihres Schadens auf der, ihres Schadens im Fight einfach schon raus. Und das ist der Moment, in dem Samira gefährlich wird. Wenn der Burst vom Gegner raus ist, dann kann sie reingehen, dann kann sie anfangen, ihre Combo zu spammen und am Ende ihre eigene Art von Spin to Win zu machen. Fürs Erste, so ganz oberflächlich, würde ich die Combo von Inhib Crush als etwas stärker, etwas Late-Game-orientierter vor allem betrachten. Ein bisschen runder, also ich bin gespannt. Echo muss jetzt ein bisschen was aufweisen und zeigen, was für Skills sie haben auf der Map und wie sie da mit ihren Picks umgehen können. Aber ich würde sagen, Echo hat gute Chancen, aber sie können auch hart nach hinten fallen. Man ist auf den Blitzcrank eben angewiesen. Dieser Champ ist ein Commit auf einen bestimmten Playstyle. Nämlich auf diesen Playstyle, dass man die Catches macht, dass man mit kleinen Gruppen im Idealfall vor dem Fight in der Lage ist, das Ganze schon zu beenden, indem man irgendeinen leicht abgeschlagenen oder irgendwie isolierten Champ auf der Gegnerseite sich rausnimmt und damit sich eben diesen relevanten 5-4 Vorteil vor Beginn eines Objective Fights beispielsweise erarbeitet. Aber wie gesagt, der Pick wurde sehr, sehr früh eröffnet. Der Pick wurde sehr, sehr früh eröffnet für die Gegner. Blitzcrank war Second Pick. Und danach konnte man eben auch seine Picks dann orientieren. Und Samira und Morgana werden alles tun, um das Aufgehen dieser Combo zu verhindern. So. Aber wir sind in Game, da sich Teams bekanntlich keine Gedanken darüber machen, sich ordentlich zu sortieren. Muss ich hier nochmal ein bisschen durch die Gegend schieben. Aber diesmal auch kein Versuch für ein Early Invade. Letztes Game nicht geklappt. Und auch dieses Game bleibt man also direkt defensiv. Stellt sich breit auf. Alle Jungle Entrances werden gecovert. Aber ja, auch Inhib Crush hat hier keine großen Ambitionen. Was mich gerade bei den Teams irgendwie ein bisschen wundert. So. Weil beide haben eigentlich Premium 1 Invade-Champs mit dabei, mit Olaf, Morgana, mit Blitzcrank. Blitzcrank, ja. Ich glaube, das ganze Game flippt bei Echo mit Blitzcrank. Wenn Blitzcrank einen guten Job macht, den ansatzweise nach vorne bringt, ein paar davon behind sets, dann können sie da drüber marschieren mit dem Garen. Das ist sehr early eigentlich. Early Game fokussiert mit dem Brand, mit dem Garen. Ich bin da mal gespannt, wie das synergieren wird. Die Sivir wird sehr wahrscheinlich auf ein Lethality-Bild gehen. Weil ich glaube, auf die Oldschool-Variante mit Attack Speed und Crit dauert viel zu lang für das Game, sehr wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass Trundle mal auf der Top-Lane oder mindestens mal auf der Mid-Lane vorbei schnuppert. Und da ordentlich Action macht. Weil ich glaube, der wird erstmal von Bot-to-Top durchjungeln. Und dann erst anfangen zu ganken. Morgana Q-Start. Sehr schön. Ja gut, ist bei Morgana, glaube ich, relativ Standard. Einfach um sicher zu gehen, dass man hat die Möglichkeit damit, ein Play zu machen quasi. Oh, Level 1 Spin auf Black Sky. Interessante Wahl. Ich mag normalerweise meistens den Q lieber. So, erster Grab, hat aber getroffen, genau, hat er als Level 2. Und da Architoker geht schon relativ low. Der Flash muss gezogen werden, aber man hält sich hier und Ignite zumindest auf der Top-Lane. Black Sky gegen Know You ist es ausgeglichen, aber man muss daran denken, dass Olaf als Champ natürlich auf Mana angewiesen ist. Wenn ihm das ausgeht, hat er Probleme. Und dann ist auch die, ja, dann wird er auch die Möglichkeit dann plötzlich für Black Sky die Plays zu machen und sei es auch für den Kill zu gehen. Was ich sehr interessant finde, ist, wie es auf Dark Harvest gegangen. Also das sehe ich nicht so oft. Okay, ich sehe sie generell nicht sehr oft. Was ist die Alternative für Lethality? Ich hoffe auf Electrocute, weil ich halt. Ja, ist ja möglich, aber wir haben den ersten Gank jetzt auf der Botlane. Flash geht raus und der Shield wurde ein bisschen zu früh rausgezogen, aber das First Blood geht an Arikitoka. Immer noch First Blood. First Blood ist definitiv nice to have, aber
für, ja, Eco-Glück im Unglück. Es geht immerhin an den Supporter. Trotzdem, guter Gank hier. Und das ist eben das, womit man rechnen muss. Mumu kommt sehr, sehr schnell auf die Lane gerollt. Und auch hier, ähnlich wie bei Shaco, da müssen die Wards tief stehen, damit man den rechtzeitig sieht. Weil wenn man einfach nur seinen Bot hier in den klassischen Brush direkt über dem Botlane River, direkt über der Botlane setzt, ist das zu spät. Wenn man ihn dann angerollt kommt, ist es im Grunde schon vorbei. Mitte jetzt auch der Flash gezogen von Garlock. Und sobald der Flash einmal raus ist, wird es natürlich Tunnel. gefährlich beim zweiten Mal. Es kommt aber Schratter dazu. Pillar sitzt sehr, sehr gut und Shuvi muss auch flashen. Damit zumindest ausgeglichen in Summoner's Belt. So, jetzt haben wir auf der Top-Lane genau das, was ich sagte. No You flasht sogar hinterher und rennt Black Sky einfach runter. Aber der kriegt noch Q rein, kriegt genug Damage hin. Und damit ausgeglichenes One-to-One quasi. Der 1-1 Trade auf der Top-Lane. Wobei Black Sky natürlich TP hat. Ist die Frage, ob er ihn setzen will. Nee, will er eigentlich nicht. Die Lane pusht sogar sehr, sehr gut rein. Wenn er sich jetzt beeilt und schnell auf die Top-Lane zurückgeht, kann er ohne TP zurückkommen und verliert noch nicht mal so viel. Ah, er setzt doch den TP ein, das ist ihm zu gruselig. Ich finde es bemerkenswert, wie das Gegnerteam von Echo immer weiß, wo sich Trundle, aka Strata, immer aufhält und de dementsprechend auch adaptieren können. Die wissen, dass der sich gerade Bordzeit befindet und dass er da irgendwie gerade für ein Play am Suchen ist. Und dementsprechend hält sich die Botlane auch sehr defensiv. Bin ja auch mal echt gespannt, wie der Schratter für mich geht. versucht es jetzt. Man will nicht diven, er will nur ein kleines bisschen Stress machen. Man hat gesehen, dass Dolphy dazu kommt. So, und jetzt durch die Minions, die er damit gemacht hat, hat Black Sky sogar einen leichten Vorteil auf der Top Lane. Konnte da anderthalb Waves oder sowas in den eigenen Turret rennen lassen. Damit leichter Level-Vorteil zu No You, aber wirklich leicht. Muss man sagen. Gefährlich wird der Ja. Garen halt, aber jetzt ist der Ult da. Und jetzt könnte man gegebenenfalls sogar mal gucken, ob man aggressiv geht, denn das könnte reichen. Botlane, das war gerade das ganz Knappes mit dem Blitzcrank oder Morgana. Na, Wenn Ricky die dann Joker hat nicht kein mehr. Mana mehr. Das heißt, jetzt gelten die, im Moment gelten die Grabs. Sie spielen das auch ganz solide aus, also kein großer Farmvorteil, aber sie halten die Pressure weit oben, erschweren es damit der Morgana ihrerseits eben Hits zu setzen. Midlane aber anders als ich gedacht hätte. Irgendwie hatte ich da, weiß nicht, mit. Das hatte ich irgendwie falsch eingeschätzt. Da dachte ich, da wäre der Vorteil für Vel'Koz höher, aber Garlock macht das sehr, sehr stark bisher. Trifft immer so mit der Edge von seinen Flame Pillars. Oh, ein schöner Grab. Er hat jetzt hier auf der Botlane getroffen, auf Kenshin und der flasht raus. Hat sich sogar seinen. Noch. Hatte er noch Cooldown drauf? Nee, aber er hat seinen Blade Whirl aufbehalten, aber gleichzeitig läuft er in der Mitte mit dem Gank und da fehlte der Flash eben noch für Garlock. Oh, das ist das Game dieses Nunus. Also, der Nunu spielt gerade komplett insane. Also, jeder Gank hat immer irgendwas gebracht. Farmtechnisch auch vorne. Das ist krass hier. Und das ist jetzt oben die Gelegenheit, wo es für NoYu gefährlich wird, denn er hat kein Mana mehr und der Ult von Garen sitzt und da wurde er gegarrent. Genau. Aber ja, das ist eben genau der eine Nachteil, den Olaf hat. Auch hier, also heute, hier dieses Game war, meine Prediction ist jetzt nicht ganz on point, aber NoYu war sehr, sehr aggressiv mit seinen Undertows. Er hat seine Äxte sehr, sehr oft geworfen. Und das hat ihm hier wenig geholfen, weil es hat dafür gesorgt, dass er eben immer sehr, sehr früh out of Mana war. Und wenn ihm das fehlt für den Fight, dann hat er eben auch nichts mehr entgegenzusetzen gegen den Garen. Jetzt kriegt gleich Action Botlane. Ja, Schratter ist wieder da, aber Pillar ein bisschen versetzt. Jetzt muss er aufpassen. Läufer ist dabei. In der Nähe kann dazu kommen und der hat Ult-Vorteil. Der Drache wird immer noch nicht angefangen. Man versucht anscheinend die Soul sehr, sehr weit zu nach hinten zu setzen. Und Auf jetzt seinen wird's Echo.
So, und jetzt sehen wir das Shuvi gegen Schratter. Der geht gefährlich low, aber kommt nochmal raus. Und ja, auf der Top-Lane mit immer, wo er jetzt anderthalb Level-Vorsprung hat. Das ist einfach wirklich unangenehm für NoYu. FC Köln wird von dem Dark Binding getroffen, aber kommt mit Flash noch einmal raus. Oh, wir kriegen gerade die Info, 2-0 für Ico Phoenix. Sehr, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an die. Das mussten aber zwei sehr schnelle Matches gewesen sein. Naja, habt ihr aber auch früher angefangen, stimmt, halbe Stunde. Nuno macht wieder den Schneeball auf der Bot-Seite. Anscheinend. Ja. Oder Richtung Drake. Man hat... Weiß nicht, ob man Info hat über Schratter, aber ob man hat oder nicht, es ist auf jeden Fall perfekt. Schratter ist auf der Top-Lane unterwegs und ja, will er den Kill holen. Hätte er noch nicht, wäre er noch nicht mal für gebraucht worden. Aber sicher ist sicher. Und ja, wieder NoYu gerät früh in den Nachteil. Diesmal aber gegen einen Champ mit Garen, der ihm deutlich mehr auch im Mid- und Late-Game wird entgegensetzen können, als es bei Tahm Kench gegen Fiora der Fall war. Und dann Laser Todes. Ganz knappe Geschichte. Grab hat hier auf der Botlane jetzt wieder getroffen. Arikitoga geht low, er ist ignited, er könnte noch runterticken. Erste Hälfte Köln wird aber auffallen. Und der Schneeball ist auch dabei, kriegt den Knock-Up auf Sandros. Der Ult wird gechannelt von Nunu und es wird reichen. Der Kill geht an Nunu und damit 2-1 straight für den Hip Crushers. Das ist aber ein Acker-Match, ey. Auf der Midlane wird gefightet, auf der Botlane wird gefightet. Und gerade immer, wenn es aussieht, Echo könnte gerade wieder einen Kill kriegen, kommt dieser Nunu aus dem Gebüsch gefahren. Und zerfetzt wieder alles. Ey. Dieser Nunu ist gemeingefährlich. Und Schrader wieder Top-Lane. Ja, die lassen NoYu wirklich keine Gelegenheit mehr. Er setzt den Flash ein und wird mit seinem Ulti auch rausrennen können. Aber damit ist er natürlich wieder raus. Und man hat eben auch noch den Harrod dazu gemacht als Ausgleich für diesen Drake. Und wenn man momentan auf einer Lane so dominant ist wie Black Sky auf der Top-Lane, dann ist das natürlich auch eine gute Gelegenheit. Wenn der jetzt nochmal den nächsten Solo-Kill kriegt oder den nächste Gank, dann kann da sehr, sehr schnell ein Turret rausfolgen. Trundle, nicht nur stark gegen 1v1, sondern auch stark gegen Turrets. Was mir die ganze Zeit noch im Game noch gar nicht aufgefallen ist, der Blitzcrank roamt sehr, sehr wenig. Also bisher haben wir noch keinen einzigen Roam gesehen, der irgendwie den Blackhorse unter Druck setzt. Er fahrt sehr auf der Lane gegen Morgana und Rinder. Und ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, das ist nicht zielführend. Jetzt bewegt sich aber mal hoch. Jetzt könnte es langsam Action geben. Zu jener Maße auch ein relativ häufiges Phänomen. Wie gesagt, wenn man sich so in Silbergold herumtreibt, da ist man noch sehr relativ lane fokussiert. Aber man sieht das Potenzial für den Harrod von mehr auf der Mitte, denn da wurde der Dreiergang versucht. Mit Flash kann man dem Ganzen noch entkommen. Und Sandros ist jetzt allein auf der Botlane, aber kriegt nicht zu viel Schaden. Der Shield ist trotzdem raus. Man kann dem Dark Binding entgehen. Ja, und das dürfte er jetzt am Turret relativ problemlos halten können. Noch nicht mal Minions bei verloren. Oh, Botlane geht weiter. So, und da ist jetzt Action. Sandros hat ein Ult gesetzt. Schratter kriegt einen guten Flash. Pillar in. Arikitoka setzt sein Ult mit der Stopwatch. Aber auch die ist jetzt abgelaufen. Und damit ist auch die Zeit für die Morgana abgelaufen. Gleichzeitig in der Mitte. Garlock hat den Kill auf Shuvi bekommen. Aber ganz, ganz knappe Geschichte hier. Der Top geht gleich weiter. Black Sky sieht das 1v1 und keine Chance mehr für NoYu. Der ist einfach zu behind mittlerweile in Items. Und ja, das sieht gerade sehr, sehr gut aus für Eko. Man ist zwar geldtechnisch noch halbwegs ausgeglichen, aber die Verteilung davon ist eben hier so ein bisschen die Frage. Man ist auf der Top-Lane 1400 im Vorteil. Jungle ein bisschen hinterher. Mitte fast ausgeglichen und ja. Aber insbesondere dieser Top-Lane-Vorteil, der ist das, was hier auf Dauer wehtun wird. Ich glaube, jetzt muss Echo langsam anfangen, diesen Split-Push Garen definitiv etwas zu reißen zu wollen. Sie haben sehr viel investiert in diesen Garen und ich hoffe, Black Sky wird dieser Anforderung gerecht. Er ist am stärksten dabei und kann jetzt auf Dauer diesen Olaf einfach runterrennen. Der wird nicht mehr reinscalen. Der ist jetzt erstmal komplett out of game.
Und No You wird sehr wahrscheinlich von seinem kompletten Team in Zukunft ignoriert werden. Weil die spielen hauptsächlich nur noch über die Botlane drumherum, wie man sieht. Oh, und die Krabbe wurde gestealt. Ja, der Olaf muss jetzt gucken, dass er in irgendeiner Form Tanky geht, weil so kann er dann später durch Sustain immer noch die Backline disrupten, was ja so eine der Haupteigenschaften von Olaf ist für den Groupfight. Aber ja, die Push-Situation wird auf jeden Fall exakt andersrum sein wie eben. Black Sky wird hier in der Position sein, auf Dauer zu Split pushen, muss das auf den Sidelanes auch irgendwie, ja, zum Laufen bringen. Er hat den TP, ist damit relativ flexibel, den hat NoYu eben nicht. Er ist auf den Ghost gegangen, der deutlich offensiver ist. Oh, er versucht hier zu stealen, aber wird hier mit drei Ekos in Kontakt kommen. Der Ult wird wieder gesetzt. Frage ist, ob er Garlock noch kriegt. Nein, tut er nicht. Das ist der Kill für Schratter. Aber jetzt hat er auf der Botlane Läufe jetzt wieder da. Man kann flashen und man kriegt den Pull. Man kriegt den Pull auf Kenshin. Der ist raus. Kitoka geht nochmal in den Turret rein. Kriegt noch was ab. Stark Binding verfehlt und das könnte jetzt mit einem unglücklichen. Ja, ne, er wird noch gezoned. Es hätte mit etwas Pech dann noch ein Kill Aber für Sandros werden können. das könnte jetzt der Drake für Echo werden. Der AD Carry ist nicht da, Midlane kann jetzt rausgepusht werden. Und Strada ist jetzt schon wieder am Drake. Also die Möglichkeit besteht. Man könnte jetzt voll dafür gehen. Man kriegt allerdings auf der Botlane das Turret First Blood. Und das ist wieder sehr, sehr nice to have. Vergrößert den Goldvorteil, den Ikko ohnehin schon hat. Der zweite Turret folgt direkt hinterher. Und auch der Drake, ein wahres Objective fest hier. In 20 Sekunden zwei Turrets und ein Drake. Und das ist doch mal ein ganz anderes Setup als noch letztes Game. Oh, jetzt ist der Botlane Jungle und plus River komplett durchgewardet von Echo. Da will erstmal so schnell kein Nunu mehr durchkommen. Und erstmal Schrader verköstigt sich an den kleinen süßen Hühnchen im Gegner-Jungle. So, Frage ist jetzt, wie man von hier aus weitermacht. Letztes Game war man in einer ähnlichen Situation, was die Top-Lane angeht. Man war early ahead und danach ist Black Sky relativ ineffektiv auf andere Lanes gegangen. Und in der Zeit hat sich NoYu auf der Top-Lane zurück ins Game gefarmt, hat den Top-Lane-Turret geholt. Da muss man jetzt natürlich dieses Game aufpassen. Das darf man sich hier nicht leisten. Black Guy idealerweise entweder auf der Top-Lane bleiben oder komplett Lane zu swappen, obwohl das relativ wenig Sinn macht aktuell, denn Botlane ist genauso weit gepusht. Also Botlane auf die Mitte rotieren perspektivisch und gucken, dass man auf die Botlane hält und auf der Top weiter Druck macht. Das sollte so die Taktik hier sein, denn Late-Game-technisch ist man gar nicht so schlecht aufgestellt. Wie gesagt, Garen skaliert sehr stark ins Late-Game, Trundle wird stärker ins Late Game und Brand genauso. Um nicht zu sagen, dass In the Crush kein Late Game Potenzial hat, aber solange man da ausgeglichen ist. So, Grab geht knapp daneben. Shuvi schafft sich noch rauszurennen. Aber ja, FC Köln natürlich jetzt frei, sich auch etwas mehr auf anderen Lanes umzutun. Black Sky gegen NoYu. Man tanzt ein bisschen um die Blast Cone herum. Und okay, da hat man sich etwas verschätzt. Es wurde reingeflasht. Der klassische Garen Flash. Zu Nias geht raus in Arkitoka, aber er kann natürlich dabei auch nicht weglaufen. Und jetzt hier zum ersten wirklich großen Groupfight. Der Ult von Lolfe wurde direkt gecancelt vom Silence. Unsere Schreddert hier in die Schreddermaschine von Garen. Ja, und der zweite Kill folgt, der dritte Kill folgt und oh, da hat Kenshin sich noch drin versucht und das wird höchstwahrscheinlich, ja, das wird ein glattes Ace für Eko. Schön Oh, gemacht. Da wollte In-App Crush einfach viel zu viel von diesem Fight. ja, Die die gehen ja Grundidee, einfach. die Grundidee war gut. Oh, NoYu hat da diesen Tanz mit Black Sky ordentlich gemacht unter sein Team auf die richtige Position zu bringen, dass die dazukommen konnten, aber man hat eben nicht mit diesem Flash Engage von Black Sky gerechnet und den kriegt man dann eben kaum noch tot, wenn der Garen den Conqueror einmal enabled hat. Oh, es geht gerade unterm Turret weiter, FC Köln kommt gerade noch so mit 2 HP unter dem Turret hervor und das sind wieder 2 Kills. Der Herald wird gesetzt und er kriegt auch noch einen Charge auf den Inhib Turret raus. Die kommen, wollen das Ganze hier wirklich schnell spielen gerade. Sie haben gerade extrem eine starke Phase. Garen hat jetzt seinen
Hatte sein ein Item, und der wird jetzt sehr wahrscheinlich, wenn er Base geht, schon direkt ein zweites danach kaufen können. Trundle hat jetzt endlich ein Item. Jetzt haben wir auch Leandris auf Brand. Jetzt werden die richtig auftrumpfen können. Also jetzt muss ich der Velkos richtig in Acht nehmen, weil dieser Trundle wird jetzt jeden Pillar auf diesen Velkos setzen. Und dieser Mira ist jetzt auch leider schon behind. Die wird so schnell auch nicht kein Unterschied mehr machen, wenn die sich nicht langsam wieder hochfahren wird. Ja, noch mal einen kurzen Blick aufs Geld, und da sehen wir mittlerweile 3000 Vorsprung für Black Sky. Also ein komplettes Item ist der gerade ahead, und auch auf dem Jungle hat es gedreht. Generell auf allen Lanes, bis auf der Top, war Eco bis vor, ja, 5 Minuten im Grunde noch leicht hinten. Mittlerweile komplett gedreht an der Front. Jetzt ist die Top-Seite. Er ist Oh, der FC komplette Wall Köln. unter den Mut. Rennt hier alleine in Lolfi rein, aber ja, das ist ein Nunu gegen den Blitzcrank, die sagen sich kurz Hallo und lassen sich dann wieder in Ruhe. Wir haben leider, was ich sehe, ist, dass Blitzcrank sich gar nicht um die Bots hat kümmert, wo der Drache bald abkommt. Das wird später vielleicht sogar noch ein Problem werden. Aber bis jetzt kümmert sich die Morgana auch sehr, sehr wenig darum, die Bot-Seite zu warden oder zu dewarden. Deswegen ist das, gleicht sich das ziemlich gut aus. Und kann Trundle jetzt sich für die Krabbe revanchieren? Ah, leider nicht. Aber der nächste Drake wird spawnen. Drake ist bislang noch ausgeglichen, aber in der aktuellen Situation sehe ich nicht wirklich, wie Inhib Crush das contesten soll. Versuchen sie auch gar nicht. Zwei Drakes, damit für Echo. Und es ist eine, ja, war es da, dass er eben schon feststand, es wird eine Infernal Soul. Ja, und das ist jetzt das, was ich meinte. Man hat den TP, der gibt einem die Flexibilität, auch mal das Cross-Map-Play zu machen und dann trotzdem noch rechtzeitig auf die Lane zu kommen. Und man darf hier NoYu einfach nicht zurückkommen lassen. Erst FC Köln versetzt seinen Charge, aber trotzdem noch lang genug, dass Schratter weiter Action machen kann. Sandros hat jetzt die Aggro abbekommen und danach ein bisschen zu aggressiv. Der ADC fällt und ja, Mann, oh, schöner Ult Das hier war leider vom. unkillbar. Ah, schöner Ult von Shuvi, aber er kam nicht mehr ganz ran, um dann noch einen Kill zu holen. Jetzt ist aber NoYu noch mit dabei. Der hat nämlich einfach die Toplane links liegen lassen und kommt da vorbei, um aufzuräumen. Und dieses Killgold ist das, was dieser Ult im Moment braucht. Triple Kill für den Triple. Barbaren. Na, Oh, man da hat man Opf. sich leider überschätzt. Man hat das sehr mit sehr viel Tempo aufgenommen, ist schön reingegangen, hat sehr viel Flashes bekommen, hat aber dann extremst overextended und dadurch konnten sie einfach leider jetzt aufräumen. Für den Turret war man einfach nicht tanky genug, um den schon zu diven. Na, immer hat trotzdem sich zumindest ein Turret auf der Top Lane geholt und ja. Aber trotzdem, alles in allem, schöne Recovery in diesem Fight von Inhib Crush. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Shutdowns bekommen. Also den Shutdown auf Brand, den Shutdown auf auch auf dem Blitzcrank, auf dem Supporter war man Shutdown ausgesetzt. Auch wieder was Wunderschönes. Das hat die Goldkurve extrem verändert. Also wir sind jetzt immer noch nur noch bei 6000 Gold. Vorher waren die bei, lass mich nicht lügen, So, auf um der die Lane 12.000. Also wieder das Black Sky gegen NoYu, und das mit dem erwarteten Ergebnis gleichzeitig, aber unten der Catch auf Lolfe, der da alleine in 4 Echos reingerannt ist. Und das ist alles, was sie brauchen, um einen safen Baron zu beginnen. Denn mit 3 gegen 5 sehe ich da keine Möglichkeit, dass Inhib Crush da irgendetwas tun kann. Und das könnte der Setup sein, dass man dann auch gleich den ersten Push auf die Inhibs versucht. Als einem deutlich solideres Teamplay von Eco dieses Game, was natürlich auch daran liegt, dass man die Lane, dass man die Map einfach deutlich besser geöffnet hat. Ne? Bei Eco stehen noch sämtliche T1-Turrets. Das ist nicht nur Gold, was in der Crush fehlt, sondern auch Mobility. Man kann sich nicht so frei durch die gegnerischen Jungles bewegen. Man kann nicht so schnell dazukommen, wenn das Team Hilfe braucht, weil man eben ansonsten über diese Midlane mit den Turrets muss, was tendenziell unangenehm ist. Und damit einfach deutlich mehr Möglichkeiten für Eco, ihren Vorteil auch weiter auszuspielen, indem sie eben im Team unterwegs sind und Aktionen machen. wir haben auch jetzt wird um Vision hier auch eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Also wir haben sehr, sehr wenig Vision.
War Stopp, falsch. Wir haben sehr, sehr viel Vision-Bereinigung von Echo. Die kümmern sich darum, dass in den Wäldern nichts mehr gesehen wird. Wir können auch solche Catches wie auch die Morgana immer wieder mal drauf versuchen. Und der Blitzcrank lebt jetzt auch sofort in diesen Wäldern. Und der wird jeden da reinziehen, der nur ein dummes Auge dahin macht. Der Split Push hat sich jetzt auf die Bot Lane verlagert. Wieder Ult von Shuvi, kriegt Schaden rein, aber nicht genug. Aber kann zumindest diesen Push ein kleines bisschen nach hinten zurücktreiben. Und jetzt ist es im Grunde ja gespiegelter Push. Einmal von NoYo auf der Top Lane und von Black Sky auf der Bot Lane. Allerdings ist da relativ klar, wer von beiden schneller ist. Und gleichzeitig ist das eben noch ein 4 zu 3 in der Mitte. Denn Lolfe treibt sich noch im Jungle rum. Minions können immerhin gut geklärt werden von Inept Crush. Das heißt, man kommt da jetzt nicht so schnell an den Turret ran. Aber ja, Black Sky marschiert eben in der Zeit unten einfach durch. Und der hat gar keinen Respekt vor gar nichts. Einfach wieder klassischer Flash-Ult, so wie Garen halt funktioniert. Und er will auch gar nicht auf den Inept. Er geht da ganz aggressiv für die gegnerischen Champions. Hält sie davon ab, auf der Mitte mit zu fighten. Und Ego sieht jetzt einfach so aus, als ob sie da durchgehen würden. Denn NoYo hat zwar ein Turret oben geholt, aber gleichzeitig sind eben drei in der eigenen Base gefallen. Wird sich jetzt backporten, aber das wird zu spät sein. Man hätte ihn hier, ja, man kann sagen, dass man ihn hier für die Defensive gebraucht hätte, aber ja. Also ich glaube nicht, dass das etwas noch am Schluss gebracht hätte. Nee. Dieser Olaf war so weit behind gesetzt von den Garen. Danke für die. Ja, das hätte vermutlich keinen Unterschied mehr gemacht. NoYo schreibt gerade im Chat, das war my bad. Ja gut, da Early Game und da war Garen einfach ein bisschen der stärkere Pick in diesem 1v1. Es ist eben, wenn man mit Olaf kein Mana mehr hat, dann wird es problematisch. Aber auf jeden Fall zwei schöne Spiele, 1 zu 1. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Das war ein faires Outcome von dieser Partie. Damit die Seahawks jetzt 1 zu 3. Und wir haben unser nächstes Match erst um 19 Uhr. Ja, und da unten freuen sie sich. Wunderbar. Haben sie auch Grund zu. GG, well played an Inhib. Viel Erfolg noch in der weiteren Starter-Phase in dieser Saison. Vielen Dank an dich, Pascal, für den spontanen Cast. Gerne, kein Problem. Und so, Herr Schredder fragt nach dem Interview, alles klar. Dann komme ich doch noch mal kurz runter und lasse euch da euch ein bisschen freuen. Hallöle. Hey. Na, und ihr freut euch? Auf jeden Fall. Unser allererster Premier League-Sieg. Ja, Frage gerade hier von NoYo. Die höchste Elo von den Spielern hier gerade ist laut eigener Aussage Platin, de facto Gold. Was? Also bei uns ist keiner Platin. Nee, hieß es Noch nicht nie eben gewesen. irgendjemand? Okay. Aber ja, ihr habt gegen Goldplebs verloren, tut mir leid. Aber kann jedem mal passieren. Herrsch, was bist du denn eigentlich nochmal? Bronze, oder? Ich bin Bronze 1, ja. So, aber anyway, ah, okay. Und NoYo schreibt gerade, er bräuchte gerne einen Duo-Partner im Chat. Ja, perfekt. Dann Als bleibe ich Jungle weiter Mail. auf Dann der Toplane. schießt euch Dann gerne mal passt kurz, das. dann werdet ihr zusammen besser. Dann Aber supporte ich dich ja, so gegen eine gut. Fiora. Wir Ja, Martin, auf jeden Fall. haben zwei Nochmal vielen Dank Games. an die Gegner. GGVP. Also, war ein nettes Game. Hätten wir nicht Junge, gedacht, das dass wäre ein wir im Mutprint zweiten drin. Game nochmal wiederkommen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, war eine Pickfrage, ne? Und man könnte jetzt große Fragen stellen, woran hat es gelegen im ersten Game, aber ich glaube, das ist relativ allen klar. Das war eine gefiedete Fiora, die nicht mehr unter Kontrolle war. Und Ja, so ist das leider. ja, da war nicht mehr viel bei rauszuholen auf der. Wo kam diese etwas spezielle Combo im zweiten Game her? War das einfach Champs, auf die ihr spontan Bock hattet, oder war das Naja, eine also Geheimwaffe? vom Black Sky war auf jeden Fall Von eher Anfang an. daran geschuldet, dass Das hat wir wahrscheinlich keiner gemacht. zu spät
dass wir einfach zu spät reagiert hatten beim Chat Select, weil ich ehrlich bin. Der hat dann einfach einen Pick gepackt mit Garen und das ging auf. Und beim Nuno muss man dazu sagen, der Trundle-Pick kam auf den Nuno. Ja. Wir hatten gedacht, welchen Bann können wir am ehesten weglassen aus dem ersten Game für die Fiora. Das war dann halt der Nuno. Okay, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und wir hatten halt auch den Pillar, um Velkos Ulti und auch den Nuno-Schneeball zu canceln. Und ich denke, bis auf eine Aktion im Top-Lane-Jungle haben wir es ganz gut runtergespielt, wo wir sonst eigentlich immer die Schwächen haben im Mid-Game und da gerne mal Fehlentscheidungen treffen. Also sehe ich das gerade richtig, dass euer bester Pick im letzten Match ein Notfall-Pick war? Ja, es ist schon sein bester Champion, aber eigentlich wollten wir noch was mit ZC picken für die Samira. Alles klar. Gut, dann war es das fürs Erste. Wir sehen uns um 19 Uhr wieder. Vielen Dank an alle Zuschauer. Wie gesagt, fürs Erste, 19 Uhr geht es dann weiter heute mit, wen wollte ich da noch gleich casten? Die Butchies. Ja, genau, dann werden die Butchies castet, das nächste neue Team. Und mittlerweile kann man mir echt keinen Vorwurf mehr machen, wenn ich diese Teams durcheinander bringe, denn mit 7 Stück ist das mittlerweile echt ein Desaster. Anyway, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ich sehe euch nachher wieder und macht's gut. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.